Die neue Salzburger Stadtregierung wurde angelobt. Während im Rathaus die Feierlichkeiten stattfanden, wurde davor demonstriert. Dabei waren Befürworter und Gegner des Ausbaus der Mönchsberg-Garage. Wir haben in Salzburg zu wenig Parkplätze. Es fehlen uns 4.700 Stück. Die Parkgarage ist an 120 Tagen im Jahr ausgelastet. Das erzeugt einen Suchverkehr in der Riedenburg. Die Anwohner leiden darunter und genau das wollen wir in den nächsten Jahren abstellen. Jede Aktion, die einlädt, die Autofahrer bis ins Zentrum zu kommen, bedeutet mehr Verkehr auf den Weg da herein. Und diese Verkehrsbelastung hält Salzburg nicht mehr aus. Auch Gegner der geplanten Bauvorhaben auf dem Gelände der Riedenburg-Kaserne nutzen die Gelegenheit zur Demonstration. Sie fordern, dass eine städtebauliche Entwicklung passiert unter Einbeziehung der Bevölkerung. Und das ist bis jetzt nicht passiert. Und das finden wir eigentlich sehr traurig, weil in der Bevölkerung auch ein Potenzial an Ideen und an Vorschlägen und an guten Ansätzen für das Areal da ist. Und uns wundert sehr, dass das Kapital in einer sozialistisch regierten Stadt, das Kapital so sehr bestimmt, was gestaltet wird. Währenddessen gelobten Landeshauptmann Wilfried Haslauer und der alte und neue Bürgermeister Heinz Schaden die neue Stadtregierung an. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das ich für diese Funktionsperiode bekommen habe. Salzburg ist eine Schönheit. Seien wir froh, dass wir in dieser besonderen Stadt arbeiten und leben dürfen. Danke Ihnen.